oder? Sören, Livestream? Livestream. Yes. Annika, Livestream? Was machen wir heute? Wir gehen Kameran. Was? Jetzt sag doch mal, was wir machen. Was haben wir vor? Wir gehen auf Streife. Ja, genau, wir gehen auf Streife. Wir müssen arbeiten. Schichtplan. Oder? Hast du Schichtplan nicht bekommen? Ja, doch, doch. Wir sind wieder spät dran, ne? Steht ja schon unser Fahrzeug. So, wir werden heute nämlich eine 360-Grad-Kamera auf dem BMW M2, aka dem Polizeiauto, installieren und dann einfach mal schauen, wie die Leute reagieren. Ich glaube, das wird ziemlich witzig werden. Und ich habe auf jeden Fall extrem Bock. Sören ist dabei, Annika gerade hinter der Kamera. Es kann nur witzig werden, Freunde. Trio Infernale hier in Hamburg vereint. Never gonna give you up. Never gonna let you down, never gonna run it, run it. Das war ein sehr schöner Boomerang. Sören hatte die glorreiche Idee, muss man an der Stelle sagen, die 360-Grad-Kamera zu nehmen, weil er hat gesagt, und das macht halt auch total Sinn, wenn man die große Cam nimmt und die Leute wirklich richtig, richtig damit filmt, dann checken die es natürlich und die Reaktionen sind dann nicht so real. Aber so eine kleine Minikamera, das checkt halt keiner. Vor allem weiß keiner, dass sie auch um die, in Anführungszeichen, Ecke filmen kann, weil es eine 360-Grad-Kamera ist. Und so kann man wirklich zu jeder Zeit alles einfangen. Einmal noch. Wir fahren natürlich erstmal raus und dann würde ich sagen, wir nehmen so ein bisschen die Stadt in Angriff. Jungfernstieg, wenn man da noch langfahren kann. Sören hat ja letztens einen Livestream gemacht, er macht jetzt übrigens auch rein. Wenn ihr Sören live sehen wollt. Boah, eine Spinne! Die kommt hier runter, diese Sache. Komm mal rüber, geh mal rüber, Annika. Die kam hier. Nee, hier ist Spider-Man. Kennt ihr die Szene aus dem Spider-Man-Film? Hier! Der kam gerade direkt. Guck mal. Soll ich die nehmen? Soll ich die nehmen? Was ist das? Das ist die Distance Control. Wir sind live, Leute. Yes, das ist richtig geil. Also, wenn das Video online geht, dann habt ihr vielleicht schon ein paar Szenen, aber nicht die mit der 360-Grad-Kamera bei Sören im Livestream gesehen. Wir fahren jetzt wirklich straight in die Stadt rein, Richtung Jungfernstieg, weil da sind die meisten Leute, die potenziell auf das Auto reagieren könnten, hoffe ich zumindest. Oder so zur Mittagszeit müssen die eigentlich jetzt gerade zum Lunch sein, oder? Ja. Sagt man das so? Ja. Zum Lunch. Zum Lunch. Mittagszeit und die Leute haben, glaube ich, Bock. Siehst du das Auto? Ah, der Mini. Der Chimney. Die Mini-G-Klasse, oder? Der Chimney. Das ist der Suzuki Chimney und dafür gibt es ein Bodykit von Brabus. Und dann sieht er aus wie ein G63 mit zwei Türen weniger. Boah, Digga, das wäre mir so unangenehm, damit rumzufahren. Also, seht ihr den? Hier, siehst du? Die hat richtig Auge gemacht, ne? Die hat richtig, Freunde, das war schon die erste krasse Reaktion auf jeden Fall von der netten Blondine in dem Suzuki, wie heißt der, Chimney? Chimney. Chimney. Ach, schauen wir mal. Also ich glaube, das wird noch richtig eskalieren. Es gibt ja eine kleine Story, die ich noch nicht erzählt habe. Und zwar, als wir das Auto hier abgeholt haben mit der neuen Folierung, da sind wir, wie heißt denn das nochmal, da wo Wotsbeef ist, die Ecke? So. Wandsbek? Wandsbek Park? Wandsbek, ja, genau. Da sind wir lang gefahren und da war dann wirklich live ein Unfall auf der anderen Seite. Und wir mussten sowieso wenden auf dieser großen Straße. Und dann hat der Typ im Eifer des Gefechts, der ist gerade aus seinem Auto ausgestiegen, hat dann so nach uns gewunken, weil er wirklich dachte, dass wir die Polizei sind. Und hat er so gewunken, so, hallo, hallo. Und dann hat er näher geguckt und wirklich, also der Blick, der war so. Und Omid auf dem Beifahrersitz, den kennt ihr ja auch mit dem Mercedes-Benz hier in Vice City-Folierung. Omid und ich, wir haben uns so kaputt gelacht. Omid hat keine Luft mehr bekommen. Wirklich, ich hatte zwischenzeitlich dann das Bedenken, dass wir den Notarzt rufen müssen. Also er hat Schnappatmung bekommen. Wir haben uns nicht mehr einbekommen. Es war die allererste Fahrt und direkt war es super, super witzig. Deswegen die Reaktion auf das Auto hier, die sind wirklich geisteskrank. Ich hoffe, die GoPro bleibt oben auf dem Dach, ne? Ich habe schon gesagt, wir haben eine 360 Grad auf dem Dach. Wenn die runterfällt, dann musst du die ersetzen. Soll ich mal gucken, ob die noch da ist? Ah, ja, ist noch da. Geil. Hab ich gesehen, ja. Achso. Boah, geiler BMW. Boah, Achter. Richtig nice. Schöne Farbe auch. Guck mal hier, gucken. Guck mal hier, geil. Krass, sogar auf der anderen Straßenseite, oder? Ist das heftig? Die freuen sich richtig. Guck mal, wie die grinsen, Alter. Geil. Ist richtig nice. Ich muss auch mal nach rechts raus dingensen. Weil die Leute. Weißt du, was witzig ist? Wir haben vorhin noch, als das Video, also bevor wir uns reingesetzt haben. Oh, rot. Bevor wir uns reingesetzt jetzt, haben. Ja, oh, jetzt, pass jetzt auf. Richtig geil. Ich halte schön nach vorne. Der ist voll dafür, geil. Ey, ohne Scheiß, das Auto ist einfach nur der Hammer. Das ist einfach nur der Hammer. Aber was ich sagen wollte, Sören, wir haben vorhin, das habt ihr auch mitbekommen, also nicht hier im Livestream, aber hier ihr,
die gerade das Video gucken, wir haben so gesagt so, ja, wir machen extra die 360-Grad-Kamera aufs Dach, damit wir die Leute nicht direkt filmen. Jetzt hat Sören zwei Kameras in der Hand und filmt die Leute wirklich so richtig auffällig. Guck mal, Mädels ist auch am Start. Mädels! Mädels! Der ist sogar Mensch. Sub bei mir, guck mal. Echt Sub geschenkt bekommen und Quatsch. Annika auch. Ja, und aber sehe ich das nicht. Flitzer 007 hat gerade abonniert, genau um 13.37 Uhr. Lied. Oh, da kommt die Polizei. Hier. Die Kollegen. Oh, oh. Da sind die Kollegen. Hey, aber guck mal, silberblau. Was ist das denn? Das ist ja Fake. Bundespolizei. Das ist Fake. Fake-Polizei. Ja. Ey, das ist oldschool. Das ist voll 2013. Habe euch gerade auf der Straße gesehen und ihr habt nicht gegrüßt. War mit LKW direkt echt? Neben euch. Nein, echt? Nein, hab ich gesehen, The King. Aber hier, Handy am Steuer. Aufpassen, ne, mein Lieber. Tippidi, tippidi, das geht schnell. Nicht, dass wir dich gleich noch anhalten müssen, ne? Aber Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wir sehen halt nicht alles, ne? Wir sind hier mitten in der Stadt, das ist halt crazy. Jetzt auf geht's. Und da vorne habe ich schon irgendwelche neongelben. Ich habe da vorne neongelbe Warnwesten gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Siehst du, die stehen auch auf der Straße. Das sind aber Bauarbeiter. Das sind Bauarbeiter, echt? Guck mal, wie schön das hier ist. Die Alster in Hamburg. Gestaubwedelt. Moin. Der hat aber gar nicht nett geguckt. Der hat aber überhaupt, der fand das nicht so witzig. Ich glaube, es gibt auch gemischte Reaktionen immer. Es gibt Leute, die feiern das extrem, wie wir eben schon auch gesehen haben. Und es gibt Leute, die feiern das gar nicht, glaube ich. Ja. Aber ich fand das geil in meinem Video, was ich da gemacht habe. Da ist ja dein Statement auch noch drin, warum. Und da kam viel positive Resonanz, weil man halt dann merkt, nee, es ist halt nicht nur so ein Kinderstreich, sondern da ist auch eine Idee dahinter und die ist relativ geil. Fahr durch. Überprüfen alles, ne? Die sind überall Polizisten. Die überprüfen alle Leute hier. Oh mein Gott, ich hab grad die richtig holen hier alle raus. Ich hab gerade richtig Herzrasen. Ich hab so fucking. Nein. Nein, war Spaß. Boah, Alter, ey, mein Herz rast gerade, ey. Oh, was? Alter, geisteskrank. Soll man geradeaus oder links? Geradeaus. Junge, mein Herz. Junge, fühl mal. Bitte, kann mal einer. Hier, jetzt kommt auch die. Oh Gott. Oh Gott, hoffentlich können wir. Oh Gott. Die haben so lange geguckt, weil sie sich nicht sicher waren, die Polizei selber, ne? So was habe ich noch nie gesehen. Clip das, Leute. Ey, ohne Scheiß, fühl mal meinen Herzschlag jetzt. Fühl mal bitte eben. Fühl mal bitte, warte. Oder Leute, jetzt mal kein Scheiß. Auf jeden Fall langsam ist was anderes. Junge, ich habe gerade so, alles war da voll. Alles, die haben alle rausgezogen. Das war richtig Straßensperre, hast du es gesehen? Alter, die ziehen an. Ich dachte, wenn dann zufällig ist, dann Polizeiauto. Alter, schön, das kannst du keinem erzählen. Junge. Alter Schwede. Junge, ey, ich hab richtig Puls. Die haben richtig verwirrt. Ich hab richtig Puls. Wenn da Durchfahrt nur für Taxen, stimmt, Roller und so weiter ist, was ist das? Ist Ordnungswidrigkeit, oder? Es gibt so ein Verwarngeld, wisst ihr das? Schreibt es mal bitte rein. Krass, 270 Junge, Zuschauer. Junge, schreibt richtig heftig. Guck mal hier, da drüben, die lächeln auch. Jetzt guckt sie weg. Ein bisschen überbelichtet. Jetzt hast du wieder die dicken Kameras hier. Ja, aber das Gute ist, wir haben die 360. Wir haben alles drauf. Jetzt guckt sie wieder. Jetzt hat sie wieder geguckt. Ne? Ja. Wenn ich jetzt die Kamera drehe. Guck mal, jetzt er hat sie erkannt. Er hat sie jetzt erkannt. Crazy. Aber was ich jetzt nochmal sagen wollte, bevor diese Eskalationsfahrt da über den Jungfernstieg stattgefunden hat. Gott, was war das? Ich habe mich gefühlt wie ein illegaler Grenzübertritt oder so. Mit den Mützen, die sahen aus wie so russische Wintermützen, Alter. Als würden wir Annika illegal aus der DDR springen. Was? So habe ich mich gefühlt. Hat er nicht gesagt. Früher halt, ne? 1980 oder so. Was wollte ich sagen? Genau, nochmal kurz, weil viele, guck mal, die schauen wieder. Viele von euch haben das Video gesehen, das allererste, also warum dieses Auto so foliert ist, weil ich bin halt wirklich super froh, dass es die Polizei gibt, weil ohne die Polizei könnten wir einfach nicht ohne Bedenken als Beispiel nachts über die Straße laufen. Und das muss einfach jedem von uns bewusst sein. Und mit dieser Folierung wollte ich bewusst so viel Aufmerksamkeit erregen und diese Botschaft einfach in die Welt daraus posaunen. Und deswegen auch nochmal hier in dem Video. Macht euch das immer klar, die Polizei ist einfach wirklich verdammt nochmal super, super wichtig. Und dieses ACAB-Motto, ich finde das so dämlich, wirklich. Wer das sagt, pass auf. Das hat nämlich letztens ein Kollege gesagt. Wer sagt ACAB, also ne, All Cops Are Bastards, bla bla bla. Wer das sagt, das sind die Leute, wirklich, bin ich von überzeugt, die als erstes die Polizei rufen, wenn sie irgendwie bedroht werden von jemandem. Naja, cool. Oder wenn ein Unfall passiert ist. So, wenn irgendwas los ist, was richtig krass ist, wen ruft ihr dann an? Die Polizei. Und die kommt einfach immer. Man zahlt dafür nichts. Gut, wir zahlen Steuern in Deutschland, aber seid einfach froh, dass es die Polizei gibt und sagt denen einfach ein paar nette Worte.
Ja, und deswegen ist diese Folierung entstanden, weil ich diese Thematik einfach aufgreifen wollte. Und einfach, ich wollte einfach Danke sagen, weil ich persönlich kenne super viele Polizisten persönlich. Ja. Und viele davon machen einfach einen geilen Job. Das sind ganz normale Menschen. Und das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Die hören sich jeden Tag so viel Scheiße an. Die sehen Sachen, die wir alle niemals sehen. Die wir alle im Café. Ja, guck mal, Tatsache. Ja, 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 da haben wir jetzt aber gutes Grün. Oh. Du wirst angeguckt, obwohl du in der Bossitzfahren rausziehst. Ja. Wir raus. Sollen wir den? Ja, hinten steht. Mach mal bitte Folgen an. Und ich glaube, der ist mega angepisst, weil ich die ganze Zeit super entspannt fahre. Ja. Ich fahre halt wirklich sehr, sehr langsam. So, die Bauarbeiter, die gucken noch safe. Bauarbeiter. Seid euch bewusst, die Polizei ist einfach wirklich der Freund und Helfer. Kann man nicht anders sagen. Und es gibt überall Arschlöcher, aber das ist nicht nur bei der Polizei so, sondern in jedem Bereich. Ja, egal welche Jobs ihr euch anschaut. Überall gibt es Menschen, die halt einfach schlecht drauf sind oder euch ans Bein pissen wollen. Deswegen schert nicht alle über einen Kamm. Und wenn ihr mal irgendwie eine schlechte Kontrolle habt, wo eben der Polizist nicht so nett ist und vielleicht euch die Weiterfahrt untersagt, nur weil die Blinker nicht genügend Abstand haben, das hatte ich auch schon, dann sagt nicht, okay, alle Cops sind scheiße, weil so ist das nicht. Super, super viele sind einfach korrekt. Was hältst du von der Idee, wenn wir gleich irgendwo mal anhalten und Leute einfach fragen von außen und ich kann nicht filmen? Ja, das ist eigentlich eine geile Idee. Das ist eine geile Idee, oder? Dann da vorne irgendwo am Hafen oder so, wo viele Leute rumlaufen. Das ist eine richtig geile Dann filme ich das ein bisschen. Jetzt guck mal, DeLorean. Mega. Geiles Auto. Wer kennt ihn? Eins in Chat. DeLorean, zurück in die Zukunft. Das ist ein absolut legendäres Auto, ne? Das ist richtig legendär. Und wir haben über 300 Zuschauer. Boah, krass. Und das um 13.48 Uhr. Leute, habt ihr alle, die alle früher irgendwie Schreib mal ganz ehrlich, wer von euch dürfte jetzt... Hey, der Claudio ist hinter uns! Guck mal, jetzt ist er hinter Claudio. Uns. Boah, in dem schönen Braun, ne? Wie geil ist das denn? Ich fahr den Fahrradfahrer nicht oben dabei. Hey, Claudio! Wir sind gerade live, Claudio! Gerade live! Ja! Geh zum Friseur! Viel Erfolg! Oh Mann, ey, das Auto ist so schön! Bis dann, Claudio! Ciao, ciao! Claudio ist so sympathisch. An alle Leute, die aus Hamburg und Umgebung kommen, wenn die Gastro wieder aufmacht, schaut bei Claudios vorbei. Es ist so ein geiles Restaurant. Das ist das beste Restaurant, also meiner Meinung nach. Und wir sind echt oft essen, das wisst ihr. Aber es ist das beste Restaurant in ganz Deutschland. Wirklich, in ganz Deutschland. Recht, so. Bin ich entsetzt. Ja. Also das Auto ist eigentlich... Nur positiv. Ja. Alle Leute freuen sich. Alle sind happy. Erstmal erschrocken. Vor allem, das ist so witzig. Ich wünschte, wir könnten das irgendwie einfangen. Wenn ich neben einen fahre und der hat das Handy am Steuer. Ja, oh. Ey, das ist so krass, wie schnell die das Handy so wupp, verschwinden lassen. Also jetzt weiß ich, wie witzig das der Polizei dann geht, ne? Dann halt so obvious machen die das. Geil. Guck mal, hier ist die Elbphilharmonie. Da war ich gestern schon. Guck mal hier. Ich hätte Bock auf einen Dürüm oder so. Was? Ja. Dürüm gibt's jetzt nicht. Am Kreppstand. Ja. Ja. Können Sie mir noch. Oh, da, vor uns Polizei. Das ist ein Dreieck. Jetzt fällt das mal. Guck, auf. Das Dreieck, genau. Du siehst immer, alle sagen immer Bossizei. Ja, stimmt. Du kannst die Lippen lesen. Ja. Guck mal, die freuen sich. Ja. Ja. Was ich gerade noch sagen wollte, da könnt ihr mal eure Meinung jetzt in die Kommentare schreiben, weil Sören hat das ja vorhin angesprochen, es gibt entweder Leute, die das Auto lieben oder die das Auto mehr oder weniger hassen. Ich hatte am Anfang, als ich das erste Foto hochgeladen habe, habe ich so 3 oder 4 Kommentare gehabt, die richtig gehässig waren. Echt? Also wirklich richtig gehässig, ja. Also halt so schon so asozial, dass ich die halt löschen musste, beziehungsweise ausblenden musste. Irgendwas mit Juden oder so, ganz wild. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Folierung feiert, ja, ist eine coole Aktion, besonders mit dem Hintergrund, oder ob ihr sagt so, nee, Digga, auch Aktion hin oder her, fühle ich überhaupt nicht. Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt das auch mal gerne in den Livestream-Chat. Und Annika, kannst du mal kurz die Kamera halten? Ich bin so gespannt auf die 360-Grad-Aufnahmen, als wir über den Jungfernstieg gefahren sind. Eieiei, also das ist wirklich wild. Wir warten, ich würde sagen, wir warten einfach mal, bis hier jemand vorbeiläuft und sowieso Auge macht. Und dann halten wir die Person einfach an, fragen mal, wie das Auto gefällt. Ha? Das ist super, dass Sie fragen, weil wir haben uns schon gewundert, beziehungsweise wollen sowieso mal ein paar Passanten fragen. Es ist ja, wie Sie sehen, so ein bisschen der Polizei nachgeahmt. Ja, aber ganz schön, ich denke. Ja, oder? Ich bin nämlich schon vorbeigefahren, ich denke, was ist das? Da muss man zweimal hingucken, richtig? Es hat nämlich einen Beweggrund, und zwar, es gibt ja gerade bei den Jugendlichen so ein bisschen das Thema, dass alle Polizisten scheiße sind, alle Polizisten sind schlecht. Ja, furchtbar. Und mit dem Auto haben wir natürlich online super viel Aufsehen erregt und haben quasi gesagt, hey,
Ihr müsst eigentlich froh sein, dass es die Polizei gibt, weil dass wir, also Sie sowohl als auch ich, abends ohne Bedenken, ohne Angst über die Straße gehen können. Das ist ja der Polizei zu verdanken. Ja, und deswegen dieses Motto, dass alle Polizisten schlecht sind, das finde ich ist absolut schrecklich und man sollte da einfach präventiv ein bisschen positive Arbeit leisten. Ja, und das Fahrzeug ist quasi... Ne, sowas zu sagen, also ganz ehrlich. Aber es gibt viele, Ja, aber das ist schlimm. Es ist wirklich schlimm, Ich meine, die Armen, die tun mir sowieso leid. Das die alles leisten müssen, Scheißjob, ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Deswegen, das ist so die Aktion. Finden Sie gut? Ja, oder? Ja, na klar. Was Positives einfach in die Welt hinaus posaunen. Ja, sicher. Vor allen Dingen, es interessiert dann ja auch, was das heißen soll. Ne? Oder? Ja, Boss, die Zeit, der Name, ich heiße David Boss. Ja, und schon deswegen gesehen, dachte ich, da, David. Ja, genau. Und dann deswegen dachte ich, Boss, die Zeit, das passt ganz gut. Ja. Und am Ende ist es das geworden. Super. Klasse. Wunderschönen Tag noch. Danke. Dankeschön. Tschüss. Das ist nochmal ein cooles Feedback. Und vor allem, das ist halt so krass. Sogar bei älteren Leuten ist es so, dass sie sagen, ey, super Aktion. Ja, bei Jugendlichen, bei Familienvätern oder Müttern, egal wer, alle finden das Auto cool. Ja, das und Auto gerade in dem Blick. Nice aus dem Blickwinkel gerade. Es ist schon geil. Guck, da hinten, der weiß auch nicht so recht, was abgeht. Die Leute grinsen einfach, das ist cool. Ja, wirklich, alle lächeln. Ja, ich würde sagen, also wir haben echt viel eingefangen, oder? Wir haben viel gelabert, viel eingefangen. Der Livestream geht natürlich noch weiter. Wir machen hier an der Stelle aber Schluss. Ich bin schon sehr gespannt auf die 360-Grad-Aufnahmen, weil vieles haben wir wahrscheinlich nicht gesehen, weil es hinter dem Auto bzw. links und rechts davon lag. Deswegen freut euch da drauf. Sehr wahrscheinlich sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Wir fahren jetzt noch eine kleine Runde hier durch Hamburg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung zu dem Auto, zu dem Motto in die Kommentare. Und ansonsten genießt die restlichen Tage. Und das Allerwichtigste, geht steil! Whoops!